Hamburg und Hattingen rufen. Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Die Rückrunde der Fußball-Bundesliga mit allen Nebengeräuschen, sprich der Relegation, ist beendet. Ein bisschen Wasser ist schon die Elbe runtergeflossen seitdem und die EM ist in vollem Gange. Deutschland ist gestern ausgeschieden. Aber wir beschäftigen uns hier nicht mit EM-Fußball, sondern mit dem, was der erste FC Köln so als Fußball bezeichnet hat mitunter und blicken mit euch gemeinsam auf die abgelaufene Saison zurück. Dabei legen wir unseren Schwerpunkt auf die Rückrunde, denn die Hinrunde haben wir ja schon im Hinrundenfazit dann mit Axel Goldmann und Thomas Reinscheid besprochen. Die Folge könnt ihr euch gerne anhören nochmal, wenn ihr da nochmal unsere Meinung hören wollt. Deswegen legen wir jetzt so ein bisschen den Fokus eher auf die Rückrunde, aber machen am Ende auch ein bisschen noch so den Bogen rund für die gesamte Saison. So, jetzt habe ich ein paar Mal wir gesagt und das verspricht heute in der Tat Großes, was wir hier an Gästen für euch parat haben. Und zwar kann mein geliebter Co-Moderator, der Marco, euch gleich mal erzählen, was wir hier für einen Plan verfolgt haben bei der, ich nenne es mal Kader-Nominierung der heutigen Podcast-Folge. Erstmal moin, Marco, schön, dass du da bist. Hi, ja, danke. Danke, dass ich auch dabei sein darf. Ja, du wohnst ja quasi mietfrei hier, insofern warst du einfach da, als ich die Tür aufgeschlossen habe. Ja. Aber wir haben uns ja Gäste eingeladen, und zwar ganz fantastische. Erzähl doch mal den Hörern, was wir uns dabei gedacht haben. Ja, also wir haben ein bisschen so das Who is Who der Podcast-Landschaft über den 1. FC Köln uns eingeladen. Da wir ja auch teilweise nicht mit Expertise glänzen können, müssen das dann unsere Gäste jetzt tun. Und haben da den Reik vom Verzähl-Nix-Podcast und war ja auch schon öfters bei uns zu Gast dabei. Dann den Thomas Reinscheid vom Bockcast sozusagen. Und last but not least den Axel Goldmann von 93 und ich sag mal Urvater des Bockcasts. Genau, und wir haben uns gedacht, aus jedem, sagen wir mal, fan-getriebenen Podcast, der rund um den 1. FC Köln existiert, holen wir hier einen Menschen an Bord. Wir haben so ein bisschen diese, naja, ich nenne es jetzt mal die Podcasts, die jemanden hinter sich stehen haben und nicht nur so reine Fangeschichten sind, ein bisschen außen vor gelassen. Ich glaube, die würden auch gar nicht auf solche Einladungen reagieren, wenn wir sie aussprechen würden. Genau, das hast du die Gäste alle schon genannt, aber ich finde, wir sollten sie trotzdem einzeln begrüßen, auch damit unsere Hörerinnen und Hörer einmal die Stimmen den Personen zuordnen können. Ich übernehme mal deine Reihenfolge, Marco. Bei uns ist vom Verzähl-Nix-Podcast der Reik. Moin, Reik, grüß dich. Ja, moin, Jungs. Moin zusammen. Hi. An alle Hörerinnen und Hörer. Freue mich, dabei zu sein. Das mit der Expertise, das werden wir noch sehen, aber ich freue mich trotzdem, dabei zu sein. Ja. Sitzt der Helücht hinter dir und redet dir rein, souffliert dir und widerspricht dir? Nee, ich bin ganz froh, auch mal ohne ihn aufnehmen zu können, aber trotzdem die Grüße, ja. Heute nur FC-Content, kein HSV- oder St. Pauli-Content. Ist ja auch mal genau. Ganz befreiend. Genau, muss mich heute nicht mit Hamburger Vereinen beschäftigen, das ist auch ganz entspannt. Wobei ich bei dem Thema, was wir heute haben, ob das jetzt das sonderlich bessere ist, was fußballerisch angeht, das wird sich ja noch zeigen, aber da kommen wir noch zu. Genau. So, und dann haben wir noch, wie Marco gerade schon gespoilert hat, er ist der Chefredakteur von FC.com. Er ist der Adoptivvater des Bockcastes jetzt inzwischen, hat er auch schon 2-3 Folgen unter seiner Ägide rausgebracht. Er ist der Thomas, der Reinscheid. Moin Thomas, grüß dich. Hallo zusammen. Ja, hi. Adoptivvater, aber eher so im Rabenbereich. es ist kompliziert, sagen wir es mal so. Naja, das kannst du ja mit Axel gleich noch besprechen im Nachgespräch. Denn er ist auch hier im Podcast. Du hast gerade schon gesagt, Marco, der Gottfaser der FC-Podcasts zu hören. Unter anderem inzwischen bei 93, beim Wettbrötchen, bei Just Baseball, bei, weiß ich nicht, diversen anderen Podcasts. Axel Goldmann. Moin, Axel, grüß dich. Hallo, guten Tag. Hi. Ja, schön, dass du auch da bist. Und auch hier darfst du jetzt mal ohne Zwischenrufe von Freiburgern oder von Frankfurt-Fans nur über den FC schwadronieren. Das ist doch auch mal super. Ist das schön. Ja. Ja, also ihr merkt, riesengroße Runde heute. Ich glaube, viel besser wird es in Podcast-Sphären um den 1. FC Köln herum nicht. Insofern würde ich sagen, gar nicht mehr lange schnacken. Das war jetzt genug des Intros. Und lass uns doch mal in die Materie einsteigen. Wir müssen jetzt so ein bisschen gucken bei so vielen Leuten, dass wir versuchen, hier so
die Struktur zu wahren. Deswegen haben wir gesagt, wir machen so ein paar Kategorien, die wir jetzt quasi mit euch besprechen wollen. Die erste ist, Horst Held liebt es ja, Saisons eine Note zu geben. Das macht er ja mit ganz großer Hingabe und sehr großem Realismus manchmal. Aber das dürft ihr jetzt auch mal tun. Der abgelaufenen Saison 2020-21 müsst ihr jetzt eine Schulnote geben. Und diese Schulnote entscheidet natürlich über Versetzung oder Wiederholung der Klasse. Welche Note würdet ihr auf diese Saison draufschreiben? Wer möchte gerne anfangen? Ja, ich kann ja gerne mal reinstarten. Also es kann ja dann eigentlich, wenn knapp versetzt das Ziel ist, eigentlich nur irgendwas um eine 4 rum sein. Ne? Es hätte zwar noch irgendwie schlimmer kommen können, siehe Schalke und siehe Bremen, aber da sind wir ja auch nur ganz knapp dran vorbeigeschlittert. Insofern, saubere 4, würde ich sagen. Es gibt doch das wunderschöne Instrument der Nachprüfung. Ja, ja. Stimmt. Also eine 4 ist mir da zu wenig. Ich gehe auf die 5 und sage Nachprüfung. Und dann mit Ach und Krach mündlich mit 2 blauen Augen davongekommen und damit die Versetzung gerettet. So, aber es war nicht ausreichend. So eine Geografie-mündliche Nachprüfung oder sowas. Dann, ne? Und dann eine stumme Karte Flüsse zeigen. Von mir aus. Wenn dann ein Kreis gemalt wird und der Lehrer fragt, was ist das? Und du sagst, ein Ball. Aber ich glaube, da wären wir dran gescheitert, oder? Weiß ich nicht. Wenn das der FC wäre mit Ball auf jeden Fall gescheitert, ja. Das wäre ein Sonderpunkt für räumliches Denken gewesen wahrscheinlich, weil du dann in 3D denken kannst, ja. Ich hatte einmal eine Abi-Prüfung, da war ich irgendwann so verzweifelt, weil der Schüler gar nichts wusste. Da habe ich ihn dann gebeten, mir einfach irgendwas, was er weiß, zum Thema zu sagen. Ungefähr so war das dann wahrscheinlich beim 1. FC Köln. Also der Werner Wolf in mir gibt natürlich eine 3+. Ja, klar. War eine ganz entspannte, ganz lockere Saison. Ich finde auch souverän durch die Tür gegangen. Ne? Also so ist es ja nicht. Ich glaube, viel mehr zu sagen als die anderen beiden gibt es da wirklich nicht. Also das war... Also ich würde tatsächlich Richtung Axel tendieren. Das ist definitiv nicht ausreichend gewesen. Und wir haben ja auch nur über den Umweg der Relegation das geschafft. Also vielleicht Donald Trump auf die Uni gekommen ist mit 2,5 Millionen Euro Spende des Vaters oder so. Das ist so ungefähr der Score, den ich dem FC geben würde. Ja, nur dass wir keine 2,5 Millionen haben, leider. Wobei, also zur ganzen Wahrheit gehört ja auch, also für die gesamte Saison würde ich da komplett mitgehen und sagen, das war mangelhaft ein Minus. Aber nur die Rückrunde hätte gereicht, um die Klasse zu halten tatsächlich, ohne Relegation. Also wenn man jetzt nur eine Rückrunde spielen würde und nicht eine ganze Saison. Das wären immerhin 1 Punkt mehr als Augsburg, 5 Punkte mehr als Werder Bremen und 9 Punkte mehr als der FC Schalke 04. Und ganz spannend, nur 2 Punkte weniger als Bayer Leverkusen und nur 3 Punkte weniger als Borussia Mönchengladbach. Also insofern nur der Rückrunde würde ich sogar tatsächlich eher so in den ausreichenden Bereich gehen, weil es ja gerade eben noch gereicht hätte. Auf die gesamte Saison gesehen, muss man aber schon sagen, das war sehr, sehr dünn. Ja, und auch 18 Punkte ist jetzt ja auch nicht so das Gelbe vom Ei. Es reicht ja meistens schon, wenn man 36 Punkte hat, die Klasse zu halten. Aber zum Vergleich, der FSV Mainz 05 hat nur in der Rückrunde so viele Punkte geholt, wie wir in Hin- und Rückrunde zusammen addiert und dabei noch das bessere Torverhältnis gesammelt. Also die hätten nur mit der Rückrunde allein die Klasse gehalten tatsächlich. Ja, schon beeindruckend, was die geleistet haben. Ja, Mainz hat aber wirklich eine Freak-Rückrunde gespielt. Ne? Und wir hatten ja auch 2 so eine Freak-Spiele dabei mit dem Derby-Sieg und mit dem Sieg gegen Leipzig. Also da war schon viel blaues Auge mit dabei. Ja. Definitiv. Ich glaube auch, wir sind... Also 4 ist es meiner Meinung nach auch nicht. Es ist wirklich so irgendwie Versetzung arg gefährdet und dann musst du irgendwie eine Nachprüfung machen in, weiß ich nicht, Religion und Erdkunde. Irgendwo in irgendeinem Fach, wo du denkst, so, wow, das schaffst du locker und dann kriegst du ein Thema, wo du denkst, oh, ach du je, noch nie gehört. Und das war schon nicht gut. Kriegst du ja aber 2 Themen. Erste Thema dann noch nie gehört. Zweite Thema so ein Selbstläufer quasi. Ja, das, ja, okay. Ja, das weiß ich nicht. Dann Pädagogik irgendwie, Erziehung im Dritten Reich oder irgend so ein Kram. Gut. Ich glaube, wir verlieren uns hier in unseren Vergleichen. Wir lassen es mal sein und kommen mal zum ersten
ja, quasi Award dieser Folge hier. Wir haben gesagt, wir möchten den besten Moment der Rückrunde küren. Wohlgemerkt, das muss jetzt nicht spielerischer Moment sein oder also am Platz geschehen sein. Kann auch alles rund um den Platz herum, um den Verein herum sein. Seid also jetzt völlig frei in eurer Einschätzung. Axel, willst du mal anfangen? Was war dein Moment der Rückrunde? Der beste Moment der Rückrunde war das 4:1 von Rafael Zichos in Kiel. Das war kumuliert der erste FC Köln. Der Mann ohne Beine haut den Ball in den Winkel und rettet damit den Bundesliga-Verbleib des FC. Und das war der Moment, wo ich mich tatsächlich wahrscheinlich am meisten gefreut habe in der Rückrunde. Klar, ich möchte aber eingrätschen, ja. Kumuliert der 1. FC Köln war eher das Gegentor nach dem 1-0. Nee, eben nicht. Eben also, nicht. Weil das schön versagen. Ja, aber es ist ja am Ende nicht so gekommen. Das Gegentor war ja nicht ausreichend dafür, dass der FC absteigt. Darum ist es halt nicht die Summe aller Dinge, weil der FC ist ja nicht abgestiegen. Die Summe aller Dinge war, dass das unwirklichste Wesen auf dem Platz so ein Tor raushaut und damit halt den FC, also unter anderem, damit den FC rettet. Und ich mich halt am meisten über dieses Tor wahrscheinlich gefreut habe, weil für mich dann halt, okay, wir bleiben drin, Relegation durch, jetzt können wir mal ein bisschen durchschnaufen, auch wenn natürlich 3 Tore in, wie viel war noch zu spielen, 65 Minuten oder so, dem 1. FC Köln durchaus gelingen könnten, also 3 Gegentore sich zu fangen. Aber ich war dann doch einigermaßen ruhig und deswegen war das für mich tatsächlich der schönste Moment dieser Rückrunde. Es gab halt auch nicht so viele schöne Momente. Bin ich mal gespannt, ob die anderen andere schöne Momente haben. Thomas, willst du da mitgehen oder hast du eine andere Liste? Sebastian Bornau, Schalke, 86. Minute. Ich glaube, wenn man sich überlegt, alle wieder für den FC gespielt an dem Spieltag, nur der FC ist selber zu blöd gegen ein, ja, irgendwie komischerweise dann doch noch lebendes Schalke irgendwie, auch wenn man es so mit dem Stock anstoßen musste, damit es lebt. Ja, kein Tor hinzubekommen, das war schon über weite Strecken, ja, eine Nervenbelastung, die einen selbst vorm Fernseher fertig gemacht hat. Und ja, dann vergibt erst Anderson diese Riesenchance, der FC setzt nach und dann rübt Bornau den Ball rein. Vorher gab es ja auch noch ein aberkanntes Tor wegen irgendeiner Regel, die der DFB sich spontan hat einfallen lassen, um es nochmal spannend zu halten. Ja, ich fand also tatsächlich einen besseren Moment. Klar, gab einen Derby-Sieg, der immer gut ist, aber danach kam halt direkt wieder unfassbar viel Scheiße und nach Bornaus Treffer war nicht mehr so viel Zeit, sich das wieder kaputt zu machen, auch wenn es Ralf Fährmann versucht hat, ehrlich gesagt. Ja. Das hätte der Saison die Krone aufgesetzt, ehrlich gesagt. Also das wäre der FC-ste Abstieg aller FC-Abstiege gewesen. Wenn Ralf Fährmann in der 91. Minute per Kopf ein Tor erzielt, das zum Abstieg dann gereicht hätte. Ja. Das hätten wir uns einrahmen können, diesen Abstieg. Ja. Davon gehe ich aus, ja. Nee, dementsprechend, ja, Schalke ist sowieso für mich ein besonderes Spiel irgendwie immer. Da ist sehr viel Emotion am Start, nennen wir es mal so. Von daher, ja. Dass die uns nicht mitnehmen konnten in die zweite Liga, hat mich dann noch zusätzlich gefreut. In einer relativ emotionslosen Saison, das muss man auch sagen. Ja, haben wir noch andere Kandidaten für den besten Moment der Saison oder geht er mit den beiden genannten mit, Mike? Ja, ich habe tatsächlich 2 Kandidaten. Der eine ist tatsächlich fußballerisch und der andere ist so ein bisschen eher emotional. Fußballerisch, was ich wirklich richtig, richtig geil fand, war das 1-0 von Duda gegen Augsburg. Diese Direktabnahme, als Skiri den Ball dann rüberschlägt und wie Duda den dann reinnagelt, da weiß ich noch, da bin ich von der Couch aufgesprungen und da mir so, wow, so ein geiles Tor hast du schon lange nicht mehr gesehen. So, das war so das fußballerische Ding irgendwie und was
emotional so ein bisschen hängen geblieben ist, war wie dieses Bild von Jonas Hector nach dem, ich meine nach dem 2-1 gegen Leipzig, wie er da so völlig kaputt irgendwie auf diesem Campingstuhl da am, an der Nähe der Seitenlinie irgendwie sitzt und so total ausgepumpt irgendwie wirkt. Das hat sich so ein bisschen eingebrannt. Da war irgendwie nach dem Spiel, weil eigentlich, also ich sag mal, das war ja schon so ein Punkt, wo du sagst, eigentlich bist du da abgestiegen, weil das war ja unmittelbar nach dem Mainz-Spiel, wo wir verloren haben und dann drehst du das Ding irgendwie noch so rum und da ist dann einfach auch so ein bisschen, zwar im ersten Blick so ein bisschen Hoffnung aufgekeimt, so richtig dran glauben wollte ich nicht, aber irgendwie diese Szene, wie er da gesessen hat, hat mir, ja, hat so ein bisschen gezeigt, wie die Saison auch irgendwie verlaufen ist und was er dann, was er dann selber auch als Kapitän da noch gezeigt hat, allein was, was Haltung und was, was Leistungswillen angeht und ja, das sind so die beiden Momente, die bei mir hängen geblieben sind. Und es wäre natürlich ein Treppenwitz gewesen, wenn Fährmann in der 91. uns dann noch weggeschossen hätte. Also, möchte ich überhaupt nicht dran denken. Hm. Ja, Marco, hast du noch einen Moment, den du hier in die Runde werfen möchtest? Ja, also bei mir ist er ähnlich, ein bisschen zum Axel. Bei mir war es allerdings der Abpfiff. Ich habe zwar auch nicht mehr nach dem 4-1 dran geglaubt, dass wir das noch verlieren, aber wir sind halt der FC, wir haben auch schon mal irgendwie ein 4-0 gegen Freiburg irgendwie verloren im Hinspiel, in einem Heimspiel, da irgendwie mit Schnee und allem und ja, deswegen, ja, also das haben wir alle schon mal gehabt, aber wie gesagt, da als abgepfiffen worden ist, habe ich gesagt, Gott sei Dank ist diese Saison so ausgegangen mit einem richtig fetten blauen Auge. Und da habe ich echt 3-4 Mal durchgepustet. Also das war schon nicht so witzig. Ja. Aber ich gehe mit den Momenten der anderen durchaus mit. Also das Ding gegen Schalke war, glaube ich, auch emotional. Ich möchte mir nicht ausdenken, was ich gemacht hätte, wenn wir das Ding wirklich verloren hätten oder unentschieden gespielt hätten und da abgestiegen wären. Ja, ich habe an dieses Schalke-Spiel kaum Erinnerungen. Ich weiß, dass ich nach dem nicht gegebenen Tor war das Spiel für mich vorbei. Und ich weiß schon noch, wie das Tor gefallen ist. Wisst ihr, wo ich war, als das Tor gefallen ist? Ich tippe in der Ecke sitzen und VAR. Natürlich war ich auf dem Klo. Was gehst du in der 91. auf Klo? Das war ja nicht die 91., das war die 86. 86. Ja, die 5 Minuten hast du durchhalten können, oder? Also nee, nein. 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 Wenn man aufs Klo muss und weiß, man muss nach dem Schlusspfiff erstmal bewegungslos eine Stunde rumsitzen, ja, weil man gerade abgestiegen ist, dann geht man halt vorne mal aufs Klo, ja? Ich kann das nachvollziehen, ja. Okay, Song habe ich in meinem Leben noch nicht. Da bin ich froh, ein paar Jahre hier zu sein. Und dann hörte ich das Geschrei aus dem Wohnzimmer. Aber es hat mich überhaupt nicht berührt. Wir haben da auch über in 93 drüber gesprochen, wo der Basti gesagt hat, ey, ich glaube, Fußball ist nichts mehr für dich. Wenn du da nicht ausrastest, was dann stimmt, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Fans, ich, am VAR-Abfuck vorher? Oder? Ja, wahrscheinlich. Ich glaube tatsächlich, das Spiel war für mich tot mit dieser VAR-Entscheidung. Das Spiel war für mich komplett tot. Ich kann mich auch wirklich nicht mehr an viele Szenen erinnern. So klar, ich weiß, dass Fährmann gegangen ist und alles. Aber ganz, ganz, ganz komische Geschichte. Normalerweise, wenn du in der 86. Minute in so einem Spiel das Tor machst, was dir dann die Chance gibt, noch in der Liga zu bleiben, dann musst du natürlich ausrasten. Dann musst du natürlich das, was der Thomas gesagt hat, als den Moment der Saison nehmen. Aber konnte ich nicht. Keine Ahnung. Ich war, für mich ist dieses Spiel gar nicht existent irgendwie. Ich würde behaupten, es wäre anders, wenn man im Block gestanden hätte, bei genau demselben Spielverlauf. Hundertprozentig. Ja. Das ist aber, also auch sowieso, mit VAR und allem.
Das ist ja sowieso das Problem dieser Saison, glaube ich, bei allen. Ne? Also wenn ich mir irgendwie so, ich habe mir in Vorbereitung der Sendung, bin ich auch mal irgendwie nochmal einmal durchgescrollt durch die Spiele und habe auch so Momente gehabt, wo ich so gedacht habe, Mann, warum erinnerst du dich daran eigentlich nicht so wirklich? Und wenn man die dann halt zu Hause auf der Couch geschaut, also da hätte ja allein schon gereicht irgendwie mit den üblichen Leuten in der Kneipe, dann hast du Verbindungen, was in dem Moment passiert ist, wer dabei war. Und so war das halt so ein eintöniger Brei. Du hast halt auf der Couch gesessen, hast die Spiele da irgendwie geschaut, hast nicht mehr irgendwie die Highlights dazwischen gehabt, wo du im Stadion oder mal irgendwo auswärts warst. Und ich habe mich auch echt schwer getan, mich an diese Saison, an viele Momente zurückzuerinnern. Und eigentlich auch so ein, weiß ich nicht, wenn ich noch in Erinnerung habe, wie Risse uns damals zum Derby-Sieg geschossen hat und vergleicht dann mal den Derby-Sieg diese Saison, dann habe ich zwar irgendwie diese beiden Tore von Rex zwar vor Augen, aber ist bei weitem nicht so emotional hängen geblieben, wie das vorher war. Anderen Spielen war. Geschweige denn bei denen, wo man tatsächlich dabei war. Habe ich aber gerade auch gedacht, dass niemand von uns den Derby-Sieg als Moment der Saison oder der Rückrunde gewählt hat. Spricht, glaube ich, genau für das, was Reik gerade schon gesagt hat. Ich glaube, das wäre in wirklich jeder anderen Saison, wo man halt vielleicht da gewesen wäre, vielleicht der Fahnenjubel direkt vor dem Auswärtsblock dann geschehen wäre, wäre das, glaube ich, ein ganz anderer Schnack gewesen. Und vielleicht spielt auch ein bisschen mit eine Rolle, dass das Spiel in der zweiten Halbzeit eher so hingeplätschert ist und nicht so ein Last-Minute- Marcel Risse-Ding dazu gekommen ist. Weiß ich nicht, aber ich glaube auch, die fehlenden Fans haben dieser ganzen Saison irgendwie so einen Schleier draufgelegt. Und man kann ja über die EM sagen, was man will, aber also gestern da fast vor das Stadion in Wembley, ist was anderes. Muss man natürlich gerade nicht gut finden während der Pandemie, kann man auch deutlich kritisieren, sollte man auch kritisieren. Aber jetzt so alles andere mal ausblendend und nur halt nochmal so diese Atmosphäre aufsaugend, wenn von den Rängen 40.000 Leute Football is coming home singen, das macht halt schon mehr mit einem, als wenn da halt ein paar Spieler vor ein paar Betreuern jubeln und dann so 10 Mann höflichkeitsmäßig applaudieren. Das ist klar, das ist ein Unterschied, auf jeden Fall. Oder irgendwelche Nasen auf Kochtöpfen rumklopfen oder so. Genau, gut, dass uns das erspart geblieben ist. Grüße. Ich würde aber auch mit dem Bornotor gehen für mein eigenes Highlight-Moment der Rückrunde. Sogar gerade auch wegen der VAR-Geschichte vorher. Weil ich finde einfach, dieses Tor von Sebastian Bornau war das beste Fuck you an den VAR, das man ihm geben konnte in dem Moment. Anders kannst du ja nicht. Diese ganze Scheiße, die uns da passiert ist, was den Videoschiedsrichter oder generell die Schiedsrichterei gegen uns angeht, sei es Regensburg, sei es Hector und Thielmann gegen Freiburg und so weiter. Anders kann man das, glaube ich, gar nicht beantworten, als einfach trotz allem halt noch das Siegtor zu schießen, oder zu köpfen in dem Fall. Und damit zu sagen, ey, egal wie sehr ihr uns hier versucht, ans Bein zu pissen, keine Chance, wir sind schneller als ihr. Wir ziehen das Bein weg. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe irgendwie damit gerechnet, dass die jetzt irgendwas suchen, weiß ich nicht, 15 Minuten vorher hat der FC einen falschen Einwurf gemacht oder was auch immer. Ich habe irgendwie, das ist auch, der Axel hat das, ich weiß gar nicht, ob bei uns oder bei 93 schon gesagt, irgendwie diese Emotionalität geht mir durch den VAR völlig flöten. Ich kann mich tatsächlich mittlerweile fast erst dann freuen, wenn das Spiel angepfiffen wird. Ja, du hast jetzt so zwei Jubelmomente. Ne? Erstmal den, wenn der Ball halt über die Linie ist, dann hat man ja schon so diesen Instinkt erstmal zu jubeln. Aber immer so mit dem, oh, warte, da war vielleicht irgendwas. Und Der richtige Jubel dann wirklich, wenn wieder angepfiffen wird, klar. Wobei ich aber auch sage, ich war mal größerer VAR-Befürworter, als ich inzwischen noch bin. Ich sehe so viele Abfucks, was den VAR angeht. Und jetzt nicht nur beim FC, ist jetzt nicht so ein FC-Ding. Ne? Aber allein die Idee, dass zum Beispiel hier diese Szene Dortmund in der Champions League, wo da irgendwie 3 Szenen überprüft worden sind und dann, wisst ihr das noch, was ich meine? Wo dann irgendwie Haaland einen Elfmeter zugesprochen bekommen hat, wo die anderen hinten ein Tor gemacht hatten. Und da musste der Elfmeter nochmal wiederholt werden, weil der Torwart sich zu früh bewegt hat oder irgendwas. Also das war schon an Kuriositäten kaum zu überbieten. Aber selbst bei Spielen, die mir komplett vollkommen wurscht sind und selbst bei einem Spieler wie Jan Sommer, den ich wirklich auf meiner Sympathieliste irgendwo um Thomas Müller herum ranken würde, selbst da hätte ich mich geärgert, wenn sein gehaltener Elfer gegen Frankreich vom VAR zurückgepfiffen werde, weil er nicht auf der Linie gestanden hätte und 10 Zentimeter zu weit vorne gestanden hätte oder 3 Millimeter oder so. Ja, selbst das hätte ich im Sinne des Fußballs scheiße gefunden. Das war doch ein massiver Abfuck, oder? Wie er dann da auf der Linie steht, hat gerade den entscheidenden Elfer gehalten.
guckt sich um und der Schiri hält die anderen jubelnden Leute da irgendwie auf, weil die nochmal checken müssen, ob er seinen Fuß auf der Linie hatte. Ja. Ey, sorry Leute, aber genau. Boah, und ich meine, auch wenn es dann, auch wenn du jetzt sagst, es sind irgendwie zwei Momente, die man dann hat, ja, aber zwei Halbmomente sind noch lange nicht ein richtiger Ausbruch, ne? Und wenn ich mich irgendwie nicht wirklich unbändig dann freuen kann, weil ich immer noch denken muss, wer guckt dann nochmal nach, ob vor 3 Minuten irgendwelcher Bullshit passiert ist, ich bin da komplett raus, was VAR angeht, weil das bisschen, also die Szenen, die es durchaus dann irgendwie gerechter macht, wiegen für mich einfach nicht diesen emotionalen Verlust auf der anderen Seite. Ist nicht meins. Ja, glaube ich, sind wir alle relativ einig, außer jemand möchte noch zur großen Gegenrede und zur Befürwortung des VARs ansetzen. Dann habt ihr jetzt auch noch die Gelegenheit dafür. Wenn nicht, würde ich vorschlagen, wir gehen zur nächsten Kategorie. Nachdem wir jetzt den Highlight-Moment der Rückrunde gewählt haben, könnten wir erstmal über das Lowlight der Saison reden, also den Tiefpunkt. Auch hier gilt wieder, muss nicht unbedingt auf dem Platz gewesen sein, kann auch alles rund um den FC gewesen sein. Thomas, möchtest du mal mit deinem Lowlight beginnen? Sehr gerne, Fritz Esser. Ja. Ganz einfach. Ja. Die einfachste Antwort der Rückrunde, ganz ehrlich. Also allein die Entscheidung an sich ist eine Katastrophe. Also selbst wenn der Typ keine Tweets geschrieben hätte, selbst wenn er nicht im Politikressort bei der Bild gewesen wäre, ist das aus meiner Sicht ein Verrat an allem, wofür dieser Vorstand angeblich mal angetreten war. Und man muss ja einfach sagen, dass der Vorstand federführend in dieser Personalie aktiv war. Aber mit dem Ganzen drumherum passt das einfach wieder perfekt in das Bild, das der SFC Köln gefühlt seit 25 Jahren abgibt. Unprofessionelle Entscheidungen, schlecht vorbereitet, noch schlechter kommuniziert. Dann 2 Tage auf Tauchstation gehen, weil man komplett überrascht ist von der Welle, die da kommt. Intern noch irgendwie verkünden lässt, beziehungsweise in Gesprächen mit Fanvertretern etc. irgendwie ein bisschen sich nichts anmerken lässt, beziehungsweise auch sagt, man hält an der Entscheidung fest. Und dann eben von Lukas Podolski bis Casalla über irgendwelche Heute-Show-Menschen so viel über den Verein über den Verein bricht, dass du sagst halt, ja, das geht nicht mehr. Und dann trennt man sich davon. Oder man revidiert diese Entscheidung und hat bis heute einfach immer noch keinen Nachfolger. Ne? Also wir reden über eine Entscheidung am, ich glaube, irgendwie Anfang März oder so müsste das gewesen sein. Das sind jetzt 4 Monate und es ist immer noch kein neuer Medienchef in Sicht, wie man hörte. Soll wohl der Wunschkandidat abgesagt haben und alles Mögliche, aber das ist einfach, dieser Verein hat jetzt seit einem Jahr keinen Medienchef mehr. Also nicht, ich möchte jetzt hier auch nicht zur großen Tobias Kaufmann Verteidigungsrede ansetzen, aber wenn ich diese Personalie so treffe, wie ich sie getroffen habe im letzten Sommer, was aus meiner Sicht sogar überfällig war, das ist ja kein Geheimnis, dass ich das so sehe, aber da muss ich irgendwas in der Hinterhand haben. Und selbst, dass die Nachfolgersuche bis Fritz Esser schon so lange gedauert hat, ist ein Armutszeugnis. Und was dabei herausgekommen ist, ist noch viel, viel schlimmer. Und dass bis heute nichts passiert ist, spricht Bände über die Art und Weise, aus meiner Sicht auch, wie der Vorstand arbeitet. Und das reicht halt auf ganz, ganz vielen Ebenen nicht aus. Ja, wäre auch mein Lowlight gewesen. Hast mir jetzt die Worte aus dem Mund genommen. Glaube ich, da sind wir uns alle auch inhaltlich durchaus einig. Also da können wir jetzt leider nicht die von Hörerinnen und Hörern geforderte Kontroverse bieten, behaupte ich mal. Aber natürlich dürft ihr gerne hier zur Gegenrede ansetzen und sagen, man muss auch die Causa Esser irgendwie noch anders betrachten. Weiß nicht, ob das jemand machen möchte. Nee. Glaube ich nicht. Was man vielleicht noch herausstellen muss, ich weiß nicht, ob der Thomas das jetzt schon genug gemacht hat, wie unglaublich peinlich dieser Moment für den FC ist. Was für ein Debakel diese Entscheidungsfindung und auch der Nachgang für diesen Verein bedeutet, wie schlimm das ist. Es ist nicht einfach so, dass hier eine Entscheidung getroffen wurde, wo man sagt, ja, sind vielleicht Teile der Mitgliedschaft nicht mit einverstanden und da muss man abwägen. Aber wir haben hier einen Entscheidungsprozess gehabt, der uns dazu geführt hat, dass wir diese Entscheidung getroffen haben. Nee, hier ist in einer
Kaninchenzüchter-Manier eine Entscheidung getroffen worden, die durch nichts zu rechtfertigen ist. Und das ist für einen Verein wie den ersten FC Köln, der sich auf die Fahne geschrieben hat, etwas Besonderes zu sein, der hier in dieser Stadt in Köln jeden Menschen mitnimmt, egal ob positiv oder negativ. Jeder weiß, für was der erste FC Köln steht. Jeder hat eine Meinung zum ersten FC Köln. Dieser Verein ist in dieser Stadt unglaublich wichtig, unglaublich groß. Und es kann nicht sein, dass so etwas so entschieden wird, dass so kommuniziert wird und dass dann im Nachgang in einer Unprofessionalität eine Orgie an Peinlichkeiten über diesen Verein hinwegbricht. Es ist nicht zu fassen. Es ist immer noch nicht zu fassen. Und wie Thomas gesagt hat, dass wir bis heute noch keinen Nachfolger haben und dass sich Werner Wolf in der virtuellen Mitgliederversammlung mit einem Grinsen im Gesicht dahinsetzt und sagt, ja, wir hatten ja einen, der hat uns aber abgesagt. Mir fehlen da die Worte tatsächlich, ich bin fassungslos. Das gibt's doch nicht. Um da nochmal einzuhaken, ne? Also man hat damit einen internen Schaden, Flurschaden angerichtet, der nicht zu kitten ist. Ne? Also man darf nicht vergessen, wofür dieser Vorstand mal angetreten war und wofür oder wer ihn gewählt hat und wer ihn dahin gebracht hat. Und da hat man unfassbar viele verprellt mit dieser Entscheidung, allein nur mit dieser Entscheidung. Und es kommt dazu, dieser Schaden, der sich daraus bemisst, der wächst ja an. Also man darf nicht vergessen, was nach der Saison hier los war, öffentlich. Man wird sonntags mehr oder minder dazu gedrängt, einen Tag nach dem Klassenerhalt über die Relegation, wird man von Horst Held dazu gedrängt, in Kooperation mit der Bild-Zeitung und dem Kicker, öffentliche Statements abzugeben, die grausam schlecht vorbereitet sind, die keine Kommunikationsstrategie beinhalten, gar nichts. Man wird von Volker Struth, Friedhelm Funkel und Co. quasi am Nasenring durch die Manege gezogen, weil man keine Expertise im Laden hat, das abzuwenden, weil man keinen Medienchef hat. Und das ist ein Schaden, der nicht zu bemessen ist für den FC. Dieser Image-Schaden, der sich alleine durch die Entscheidung selber, als auch durch die Folgen, die das alles hatte, ergibt, die ist einfach, das ist eine Katastrophe. Und ich komme aus dem Bereich und vielleicht sehe ich das deswegen mehr so, vielleicht gibt es Leute, die mehr darauf eingehen wollten, wie der Fanbeauftragte immer noch im Amt ist oder dies oder jenes. Aber für mich als Medienschaffender ist das einfach eine Katastrophe, weil das den Verein derart trifft, weil er eigentlich nur noch von irgendwem vor sich hergetrieben wird. Ja, das ist wirklich so. Also das einzig Positive an der, Causa Esser, finde ich, dass man da gesehen hat, wie stark doch noch die Fans Einfluss nehmen können. Oder alle, die es mit dem FC irgendwie halten, weil ich kann mich daran erinnern, dass irgendwie, als wir hatten eine Podcast-Aufnahme hier montags, dann wurden uns diese Tweets zugespielt und am Tag darauf, nach der Aufnahme, prasselte das dann schon ein auf Esser und wie auf einmal alle gefühlt, also alle, die irgendwie mit dem FC es irgendwie halten, ins gleiche Horn gestoßen haben und es wahrscheinlich auch durch diese Aktivitäten im Internet und überall es geschafft haben, dass Esser eben nicht hier ist. Stimme ich größtenteils zu, gebe aber zu bedenken, um da ein bisschen Wasser in den Wein zu gießen. Ich sage ganz ehrlich, deswegen habe ich es eben auch erwähnt, hätten sich Leute wie Casalla, Lukas Podolski und Co., also prominente FC-Fans, nicht dem Thema angenommen, würden wir heute mit Fritz Esser als Mediendirektor hier sitzen. Das ganz kann simpel. Sein. Das, das Weil, kann sein.
Das war der Grund, weshalb wir haben ja direkt was gemacht oder sehr schnell was gemacht zu dem Thema. Aber zum Beispiel Stadtanzeiger und Express haben ja sehr lange mit sich ringen müssen, ob sie was dazu machen, glaube ich. Und da hat denen sehr geholfen auf der Entscheidungsfindung, dass da Leute, die ein bisschen höheres Ansehen in Köln haben, gesagt haben, Leute, absoluter Bullshit, wenn ihr das macht, gibt's richtig Probleme. Und aber sonst, das ist ja wieder klassisch FC. Ich glaube, man hätte das gerne ausgesessen, ehrlich gesagt. Wobei ja auch diese prominenten Fans, die haben das ja auch wiederum erfahren, weil es ja diese Bewegung von den normalen Fans gab. Deswegen, ne? Sag ich ja, natürlich ist das ein Teil des Ganzen, glaube ich auch. Und es hat auch gezeigt, was für eine Wucht der Verein entwickeln kann oder die Fanszene entwickeln kann, also die gesamte Anhängerschaft, um mal nicht Fanszene zu nutzen, das Wort. Aber letztlich entschieden hat sich das über den öffentlichen Druck und der hat sich halt, der Shitstorm der rein der normalen Fans wäre denen vielleicht nicht so nahe gegangen wie das, was dann alles noch oben drauf kam. Das stimmt, ja. Ist immer noch super, dass das offensichtlich keiner im Vorstand in irgendeiner Form erwartet hat. Das ist mir völlig unbegreiflich. Also dass da überhaupt gar keine Prediction mal nach vorne war, dass das vielleicht nicht unbedingt auf Gegenliebe stößt, ist ja, das ist die eigentliche Bankrotterklärung in dem ganzen Thema. Also das sehe ich im Übrigen tatsächlich ja auch so. Also die Tweets und sowas, das ist alles fürchterlich und das disqualifiziert den, egal für wen der vorher gearbeitet hat. Aber zu meinen, dass man nach den letzten 10 Jahren, die der FC hinter sich hat, 2021 einen Bildmann zum Pressechef machen will beim FC, da frage ich mich tatsächlich, wo die Leute, die das entschieden haben, in den letzten 10 Jahren waren. Ne? Also ich glaube, wie viele Meinungskriege, um das martialisch auszudrücken, die Fanszene oder die Anhängerschaft des 1. FC Köln gegen die Bild-Zeitung geführt hat in den letzten 10 Jahren, geht auf keine, also das kriegst du nicht mehr mit einem, mit 4 Händen abgezählt. Und aber ich habe meine Meinung auch intern dazu kundgetan, dem Verein. Ich verstehe die Einstellung des Vereins der Bild-Zeitung generell gegenüber nicht. Wie man nach all dem, was passiert ist, auch in den letzten Monaten, dann irgendwie sich hinsetzen kann, denen ein längeres Interview gibt, das übersteigt meine Vorstellungskraft. Aber so ist der 1. FC Köln halt. Ja, und zur ganzen Shitshow gehört ja auch noch mit dazu, dass sogar Esser selber so blöd war, nicht mal ein Schloss vor seinen Account zu machen. Ne? Das allein zeigt ja auch schon, wenn er jetzt nicht bei der Bild gewesen wäre, einfach nur aus anderen Gründen Medienchef hätte werden sollen, wie unkompetent der Umgang mit Medien ist. Dass er seinen Account nicht einfach mal erstmal saved, weil er vielleicht ahnt, dass da ein paar Dinge stehen, die jetzt aus der Vergangenheit hervorgekramt werden können und die sich zum Beispiel ja nicht nur gegen Flüchtlingspolitik und so weiter richten, sondern auch ganz einfach gegen die Fanszene des 1. FC Köln. Also allein wegen dieser Tweets hätte er schon da ein Schloss vormachen müssen. Oder halt irgendein Crawlbot drüber jagen, der alles von vor 20 Jahren löscht und nur die letzten 5 Tweets stehen lässt. Aber auch dazu war er zu blöd. Und das ist ja schon tatsächlich wieder auch sehr, sehr bezeichnend für unsere Auswahlprozesse. Und dann war es ja auch so, dass Werner Wolf ja den Namen geleakt hat, wo er noch gar nicht geleakt werden sollte. Und deshalb wurde ja dann erst Esser überrascht davon, hatte sein Schloss noch nicht davor und so weiter. Also es ist wirklich eine Shitshow, wie man sie sich gar nicht hätte ausmalen können. Das ist vielleicht irgendwie, wenn du eine Satire machen willst über irgendeinen Verein, so Ted Lasso-mäßig, dann würdest du genau das 1:1 abfilmen und hinterher sagen, ah, ja, so blöd ist doch kein echter Verein. Also da habt ihr das jetzt echt ein bisschen übertrieben, findet ihr nicht. Ja, der 1. FC Köln schafft es immer, die Fiktion noch mal zu überbieten und in der Realität noch eine Nummer peinlicher zu sein, tatsächlich. Ich glaube, bei solchen Dingen immer, das kann nicht sein, also genau so, wie du das gesagt hast, denke dann aber, Moment, Werner Wolf war Bitburger. Werner Wolf war noch bei anderen Sachen. Ich glaube, Intersnack oder irgendwie sowas. Werner Wolf war Präsident des Verwaltungsrats beim FC. Werner Wolf ist seit 20 Jahren beim FC aktiv. Da muss ja mehr hinterstecken. Das weiß der Mann doch. Das weiß der Mann doch. Und dann denkst du, und am Ende ist es so, nö, wahrscheinlich nicht.
wahrscheinlich ist das wirklich pure Unfähigkeit. Und dann denke ich mir halt immer, wie kann denn sowas sein? Das gibt's doch nicht. Kennt ihr diese Simpsons-Folge, wo Homer Simpson Gewerkschaftsführer wird? Zum Glück nicht. Doch. Ja, er schafft es nämlich, alle Ziele der Gewerkschaft durchzusetzen, weil er einfach so strunzensblöd ist, dass Mr. Burns da immer irgendeine Strategie hinter vermutet. Und am Ende fragt er sich dann nur, entweder ist dieser Mann ein verkapptes Genie oder er ist der dümmste Mensch, den ich jemals gesehen habe. Ich glaube, man sollte niemals das, was man mit Dummheit erklären kann, mit Bösartigkeit erklären zu versuchen. Und ich komme ja auch immer zum gleichen Schluss, ja, ja. Nur dieser Prozess dahin zu kommen, der dauert bei mir. Ja. Man denkt ja wirklich immer, die kommen, weil was Axel ja auch gesagt hat, ne, der ist Chef Bitburgers oder guck mal zum HSV, Klaus-Michael Kühne, der ist unfassbar reich oder auch hier Wärmze oder sowas. Wenn man sich das anguckt und die sind im Berufsleben erfolgreich und sowas, dann denkt man ja immer, ja, die müssen ja irgendwas können. Ich glaube, das ist kein Erfolgsfaktor nirgendwo, dass man zwingend was kann in solchen Sachen. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, die in ihrem Bereich gut sind, kommen dann zu uns und vergessen alles, was sie in anderen Bereichen mal konnten. Das ist tatsächlich so. Da habe ich mit Werner Spinner mal drüber gesprochen, weil da wird immer gesagt, ja, das funktioniert im Fußball nicht so. Und dann sitzt man immer da, ja, und denkt sich, ja, der war jetzt irgendwie dritthöchster Manager bei Bayer, das Multimilliardenkonzern. Und dann sitzt da vor dem, was weiß ich, Armin Fee, Horst Held, Jürg Schmadtke, die haben alle nichts gelernt. Die haben wirklich nichts gelernt. Horst Held ist ein schlechter Kfz-Mechaniker Ende der 80er gewesen als Ausbildung, neben dem Fußballspielen. Die dürften in der freien Wirtschaft, dürften die denen nicht mal den Bleistift anspitzen im Unternehmen. Die wollen denen aber permanent erklären, das läuft nicht so wie in der Wirtschaft. Ja, es läuft nur nicht so in der Wirtschaft, weil sich das die Leute andauernd erzählen lassen von so Idioten wie Armin Fee. Und das ist halt einfach, das ist ein großer Teil davon, ist halt, weil die Leute bei Fußball sofort dieses Starstruck haben. Die sind sofort wie kleine Kinder. Das ist immer so. Wenn man mit Leuten spricht, ja, ich bin Sportreporter, oh ja, geil, dann sprichst du ja mit den Spielern. Ja, die Spieler sind aber alles irgendwelche langweiligen Mitzwanziger, die ihr ganzes Leben im Nachwuchsleistungszentrum verbracht haben. Das sind keine interessanten Menschen. Die können nur ein bisschen besser Fußball spielen als wir. Beim FC würde ich sogar sagen, sie können Fußball. Ja. vielleicht auf der Playstation, aber... Ja, aber es ist halt... Ja, ja. Aber das ist halt bei vielen so. Da setzt dann ja ein bisschen, also ich würde nicht sagen, der Verstand komplett aus, aber die wirken wie Fans, die es über die Barriere geschafft haben. Und dann denkt man halt so, ja Leute, aber ihr habt doch was, also in keinem Unternehmen der Welt würde es Leute geben, die sich vom, was weiß ich, vom ungelernten Sicherheitsmann erklären lassen, wie das Business zu funktionieren hat. Und wenn ich dann sowas höre wie auf der Pressekonferenz, dass Werner Wolf noch mit Stolz in der Stimme erzählt, ja, als wir hier angetreten sind, da wollten wir natürlich auch mit dem Trainer sprechen. Da hat Armin Fee uns gesagt, nö. Aber dann war der so nett und ja, und dann haben wir auch nett gefragt und dann durften wir mit ihm sprechen beim Abendessen, wo auch Armin Fee dabei war. Glaubst du, das funktioniert in irgendeiner großen Firma, funktioniert das so, wenn der Ober-Ober-Ober-Boss kommt und sagt, Herr Schmitz, ich würde mal gern mit dem Herrn Müller reden, Ihrem Monteur da. Und du sagst, nee, also mit dem wird nicht geredet, da müssen Sie schon mit mir reden. Ganz ehrlich, da geht der Chef raus, 30 Sekunden zum Drucker, holt sich den Aufhebungsvertrag, geht wieder rein. So, du hast jetzt eine Minute Zeit zu überlegen, was du da gerade gesagt hast. Und wenn du das nicht zurücknimmst und mich mit dem Monteur reden lässt, dann bist du raus. Aber im Fußball ist das völlig normal so. Das Normalste der Welt, dass irgendwelche dahergelaufenen Ottos, die ein bisschen besser gegen den Ball treten konnten, irgendwelchen Leuten, die tatsächlich das gelernt haben, worum es da geht, erklären, wie die Welt funktioniert. Ja, ich würde das sogar noch mit einer weiteren Seite oder einer Sache untermauern. Wir hören die ganze Zeit immer, ja, der Vorstand hat keinen Fußball-Sachverstand. Das ist genauso, das ist genau der gleiche Bullshit. Könnt ihr euch noch an diesen
Vizepräsidenten erinnern, der mal auch Fußball gespielt hat beim FC. Wie gut waren wir denn da am Ende mit ihm? Fantastisch ist die Saison gelaufen in Europa und dem, der darauf folgenden Bundesliga-Saison. Exorbitant gut. Und dann haben es die sogar geschafft, diesen Unfall zu reparieren. Fantastisch. Super. Danke an T.S. für diese unsagbar gute Leistung und diese unsagbar tolle Kompetenz seinerseits. Also ernsthaft, also, genau das ist das, was der Thomas sagt. Diese ganzen Horst Helz, Friedhelm Funkels und Armin Fees und Strutz und was die alle erzählen in der Presse. Und dann wird noch gesagt, ja, der FC, der ist ja auch, mit dem kann man auch so nicht arbeiten. Sagt Friedhelm Funkel, weil da haben die Beiräte alle viel zu viel zu sagen. Junge, ist auch vielleicht besser so, dass du echt geh Golf spielen, geh im Urlaub irgendwas über irgendwie Fußball erzählen, aber bitte doch nicht mehr, Gott sei Dank, nicht mehr bei uns. Ja, er glaubt es ja auch wahrscheinlich nicht wirklich, sondern er erzählt es ja auch einfach nur, weil seine Frau zufälligerweise im Vorstand bei der Stiftung von Struth Spieleragentur ist. Ne? Ein Schelm, also der Böses dabei denkt. Ne? Ja, ist natürlich völlig richtig, aber ich glaube, dass die das auch so meinen, wie sie es sagen. Also das glaube ich auch. Das ist jetzt nicht dieses, ne, was wir eben hatten, nichts mit Bösartigkeit erklären, was man auch mit Dummheit erklären kann. Dieses Business. Ich glaube, beim Spiegel gab es einen sehr lustigen Artikel nach dem Super League-Desaster. Da war die Überschrift auch, der Fußball wird von Dummen regiert. Das ist halt einfach so. Das ist, also das Schlimme ist halt, dass sie in der Öffentlichkeit dafür nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Also die müssen zur Rechenschaft gezogen jetzt nicht über die Severinstraße gehen und paddeln. Das ist vielleicht auch manchmal nicht verkehrt, aber halt, es wird ja nicht mal kritisch nachgefragt. Da darf Volker Struth tagelang behaupten, der FC, das funktioniert wegen den ganzen Strukturen nicht und dann haben die jetzt auch kein Geld, brauchen Investoren, guckt euch mal Mainz an, die konnten im Winter sogar die Leute kaufen. Ja, also erstmal haben sie nicht gekauft, dann ist Mainz ein e.V., die haben noch nicht mal eine ausgegliederte Fußballabteilung oder sowas, oder Profiabteilung und. Da war alleine in diesem Interview so viele Sachen, wo du als halbwegs, also wenn du nicht komplett bewusstloser Sportjournalist bist, der das einfach aufnimmt und dann wird das direkt auf die Seite geworfen oder so von einem Computerprogramm, musst du ungefähr 18 Mal nachhaken, dass das nicht stimmt. Da ist das eine Kampagne. Also, dass das vom Stadtanzeiger so umgesetzt wird, ist eine Kampagne. Aber die Leute aus dem Fußball glauben daran, weil das ist deren einziges, auch die einzige Existenzberechtigung. Ne? Also die wissen ja auch ganz genau, wenn da mal nach Leistung Posten vergeben werden oder nach Kompetenz, dann sind die ja alle raus. Ja, ernsthaft, wer stellt denn Horst, also wer hätte Horst Held denn nach Hannover nochmal einen Job gegeben in dem Bereich? Aber der hat doch in FC-Bettwäsche auch schon geschlafen. Ja, also ne, Horst Held wahrscheinlich ist ein super Meister mit Stuttgart geworden. Wahrscheinlich ja. Ein super Kerl. Mit dem kann man vermutlich sogar einen herausragenden Abend in der Kneipe verbringen. Aber das kann ich mit meinen besten Kumpels auch. Und die sollen ganz schön weit wegbleiben von entscheidenden Positionen beim 1. FC Köln. Gern ich die Jungs hab, aber das ist ich ja auch. Da nehme ich mich ja nicht aus. Aber dieses klassische, ich habe mal gegen den Ball getreten, ich weiß schon, wie das funktioniert, hat Marco ja eben auch völlig zu Recht gesagt, du hast Overath gehabt, du hast Toni Schumacher gehabt, dass das in Köln immer noch diesen Messias-Glauben gibt, wo dann irgendwie gesagt wird, so, boah, ja, wir brauchen einfach nur einen, der hat halt den Überblick. Ja, aber das ist ja nicht das Problem, so funktioniert es halt auch einfach nicht mehr. Und dann wird immer auch Vereine gezeigt, ja, keine Ahnung, warum Augsburg und Union und Mainz und so, warum die alle besser sind. Ja, weil die eben nicht permanent Leute haben, die fordern, dass da irgendwer steht, der Ahnung von Fußball hat, dem Verein vorsteht. Wobei die arbeiten Augsburg halt ein schlechtes besser. Beispiel ist. Ja, aber die arbeiten halt einfach besser als der 1. FC Köln. In sämtlichen Bereichen. Sie arbeiten einfach besser. Union ist auch kein gutes Beispiel. Die haben sich super viel Geld von einem ziemlich dubiosen Konstrukt namens Quatrex geliehen und. Aber die reine Arbeit im Sportbereich ist tausendmal besser als das, was der 1. FC Köln veranstaltet. Und das liegt nicht daran, dass Dirk Zingler als Präsident von Union Ahnung von Fußball hat. Oder bei Eintracht Frankfurt. Ja, dass der Präsident Oliver Runert einen richtig guten. Genau, genau. Da wird auf der operativen Ebene sehr gut gearbeitet. Und eben nicht auf der
ja, repräsentativen Ebene, wie es ein Vorstand zu großen Teilen ist. Aber die Leute werfen da alles zusammen. Mir wurde irgendwann mal gesagt, ja, aber Frankfurt, die haben als Vorstand ja Freddy Bobic. Und ich so, ja, ja, aber nicht als Vereinsvorstand, sondern als Vorstand der Eintracht Frankfurt AG oder was es ist. Das ist halt ein ganz anderes Konstrukt als beim FC. Der ist das, was Horst Held bei uns ist. Und nicht das, was Werner Wolf ist oder was Carsten Wettig ist. Aber die Leute, ne, also das ist halt auch, ich kann es auch verstehen, dass man nicht so tief drin ist. Wir haben ja 8,5 Stunden Mitgliederversammlung erlebt und so. Da kann ich bei jedem nachvollziehen, der spätestens nach 30 Minuten sagt, so Freunde, nee. Aber das ist halt die Aufgabe von Medien, das vernünftig einzuordnen. Und das passiert halt einfach nicht. Ja, und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass der Fußball so funktioniert, wie er funktioniert und Florentino Perez da sitzt und sagt, wir haben in den letzten 20 Jahren, habe ich den Fußball viel geiler gemacht, als er vorher war und alle, ja, danke, danke Florentino und so. Ne? Aber ja, so ist es dann halt. Ne? Die Leute, also sowohl die Medien als auch die Leute, als auch die Entscheider wollen einfach, das ist halt Unterhaltung. Die sind... Ja. Und die Teilnahmequote bei der MV hat ja gezeigt, dass es offensichtlich auch nur einen absoluten Bruchteil interessiert, was im Verein abgeht. Obwohl die Stufe jetzt so niedrig war, mit dabei zu sein. Ja, also es ist einfach so, ich finde das auch nicht schlimm, ne? Also nicht, dass da jetzt irgendwie dieses, ich bin ein besserer Fan, weil ich jetzt 8,5 Stunden so blöd war, bei 35 Grad draußen am Laptop zu hängen, auf der Couch oder so. Totaler Bullshit. Mein Opa hat sich früher die Ergebnisse im Videotext angeguckt. Der war genauso FC-Fan, wie ich es bin. Nur, das muss man sich halt eingestehen, die Geschicke aktiv mitlenken zu wollen als Fan, wollen halt vielleicht 10%. Das betrifft sämtliche Bereiche. Ne? Da nehme ich die Ultras nicht aus, da nehme ich auch so das Umfeld, die aktive Fanszene quasi oder halt auch andere Leute, die sich viel mit dem FC beschäftigen, aber halt nicht aktiv mitmachen wollen. Das ist einfach so. Was ja auch per se kein Problem ist. Nö. Ne? Also es ist ja jedem tatsächlich freigestellt, zu sagen, dass er den Fußball als Hobby hat, der ihn unterhält. Wie andere Leute Serien gucken oder Musik hören. Ist halt so. Und dann gibt es halt Leute wie uns, für die der Fußball vielleicht einen anderen Stellenwert hat und der Verein einen anderen Stellenwert hat. Das muss man ja nicht klassifizieren in gut und schlecht. Es ist dann halt einfach so. Was halt tatsächlich die Konsequenz daraus ist, ist, dass die Mitglieder des 1. FC Köln, die wirklich sich für diesen Verein engagieren wollen und die etwas in diesem Verein bewegen wollen und für die der Verein vielleicht mehr ist als pure Unterhaltung, sondern tatsächlich ein Stück von ihrem Leben, dass die halt eine Minderheit sind. Das muss man einfach akzeptieren und damit muss man leben. Ich glaube auch, dass nicht jedem überhaupt der Unterschied bewusst ist zwischen ich bin Fan des Fußballteams 1. FC Köln und es gibt auch noch neben dem Team einen Verein 1. FC Köln. Das ist ja erstmal eine kognitive Unterscheidung, die man vornehmen muss, dass der Verein ja mehr ist als die 11 plus 9 Spieler oder sowas und Trainer, sondern dass dann drumherum noch irgendwie ein Konstrukt existiert. Und dann ist es wahrscheinlich auch noch der nächste Schritt, dann nochmal zu verstehen, dass es neben einem e.V. auch noch eine KGAA gibt und so weiter und dieses ganze Organigramm zu durchblicken, das ja, kann nein, auch einfach verwirrend sein, glaube ich. Klar, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn du einfach nur den Fußball als Unterhaltung hast und wenn du sagst, das ist etwas, das macht mir Spaß, ich gucke samstags gerne Fußball und der 1. FC Köln, keine Ahnung, entweder ich komme aus der Stadt oder ich habe irgendwann mal in den 70er, 80er, 90er Jahren ein schönes Spiel vom 1. FC Köln gesehen. Seitdem habe ich mir überlegt, ich bin jetzt Fan des 1. FC Köln. So. Und ich möchte, dass der 1. FC Köln Erfolg hat. Und für mich steht der sportliche Erfolg der ersten Herren-Fußballmannschaft des 1. FC Köln im Mittelpunkt. Dann ist die Argumentation, ich möchte, dass
dieser Verein sportlich so gut wie möglich dasteht. Und zwar mit allen Konsequenzen. Das heißt, ich möchte, dass der Verein keine Geldsorgen hat. Ich möchte, dass sie die besten Spieler kaufen können. Ich möchte, dass wir nicht auf irgendwelche Restaurantenleihgeschäfte ausweichen müssen und so weiter. Dann ist diese Einstellung A, legitim und B, aus dieser Sicht ja auch komplett nachzuvollziehen. Versteht ihr? Also es ist ja, das ist ja etwas, das ist ja rational erklärbar. Und wir, die halt sagen, okay, ich stell hier eine Kosten-Leistungs-Rechnung auf. Was ist für mich wichtig? Was ist für mein ganz egoistisches Selbstwertgefühl dem 1. FC Köln gegenüber wichtig? Und das ist vielleicht nicht nur der sportliche Erfolg der ersten Herrenmannschaft. Und welche Kröte bin ich bereit zu schlucken? Das ist doch ein ganz anderer Blickwinkel und eine ganz andere Herangehensweise an diesen Verein. Und wenn wir jetzt in der Mitgliederversammlung erzählt bekommen haben, wir haben 114.500 irgendwas Mitglieder und das Ziel ist, auf 150.000 Mitglieder zu kommen und es sind 6.000 da, dann sind von diesen 6.000 ja auch noch mal mindestens die Hälfte, wahrscheinlich sogar eher mehr, daran interessiert, dass die erste Herrenmannschaft des 1. FC Köln sportlichen Erfolg hat und nicht an der Vereinspolitik. Und darüber müssen wir uns einfach mal im Klaren sein, dass wir Idioten, die hier versuchen, den Verein so für uns zu erhalten, weil er uns halt so wichtig ist und weil er uns so am Herzen liegt, dass wir halt in einer verschwindend geringen Minderheit sind. Und das müssen wir halt immer vor Augen behalten. Und diese Argumentation, dass hier ein Struth kommt und oder ein Funkel kommt und sagt, ja, mit diesen Gremien, dann ist doch ein anständiges Arbeiten nicht möglich. Ja, die fällt halt auf fruchtbaren Boden, weil die Leute halt denken, ja, klar, wenn der Mitgliederrat sagt, wir wollen keine Investoren und der Mitgliederrat hat so viel Macht, dann ist das scheiße. Dann steht dieser Mitgliederrat und dann stehen die Mitglieder selbst dem sportlichen Erfolg im Weg, den ich aber will, als jemand, der das als Hobby hat, der den 1. FC Köln sportlich erfolgreich sehen will. Und von daher haben wir zwei völlig unterschiedliche Sichtweisen auf diesen Verein. Die beide, wie gesagt, das ist nicht wertend jetzt von mir. Es ist einfach nur eine Situationsbeschreibung. Ich glaube halt vor allen Dingen, dass dass auch gar nicht, dass, also auch ohne das wertend zu meinen, es machen sich 95-99% der Menschen halt nicht so eine Rübe, wie wir es machen um diesen Verein. Ne? Also auch um das große Ganze und alles Mögliche. Nee, das die ist wollen halt, dass der FC gewinnt, ja, am Wochenende. Genau. Das ist es. Genau, das, was du alles andere ist egal. Ich glaube halt auch, dass Arm und Arm Kölsch trinken. Ja. Auch dass, ja, das, von mir dass aus, klar. Das vom Informationslevel her auch nicht so ist, dass da eine feste Meinung ist, ja, Investoren ja und viel Geld und Gott weiß was. Ich glaube, das ist einfach auch, das ist ja so ein Grundrauschen. Ne? Also ich glaube, gerade in Richtung Mitgliederrat, die ganzen Schüsse und so, die da kommen, das ist ja, ja, wie soll ich sagen, das ist dann einfach, das wird so oft gesagt, bis es dann halt die Leute einfach glauben. Weil ich spreche mit so vielen Leuten, die mir das auch erzählen, dann sage ich immer, die erzählen mir das im festen Glauben, dass das so ist. Dass der Mitgliederrat, was weiß ich, der verhindert einfach, dass Lionel Messi hier spielt oder so, irgendwie sowas. Und dann frage ich die mal, ja, aber welche Entscheidung denn? Ja, das hört man ja immer. Ja, aber, ne? Ja. Deswegen passt im Übrigen auch ganz gut zu dem, was Axel eben zum Präsidenten gesagt hat, beziehungsweise zum Vorstand insgesamt. Ich glaube, man hat gerade bei den Unterstützern massiv überschätzt, wie tief die in Themen sind. Also das, ich glaube, dass sich 80% der Unterstützer, also der aktiven Unterstützer des jetzigen Vorstands vor der Wahl und auch noch ein halbes Jahr nach der Wahl deutlich besser mit Themen auskannten rund um den FC, die drängend waren, als dieser Vorstand selber. Und das ist halt das Bittere. Aber ne, man denkt immer so ein bisschen aus, man projiziert ja immer gerne. Und ich glaube halt, dass so dieses Meinungsbild sowohl auf der Unterstützerseite als auch auf der
sagen wir mal, der Seite, die irgendwie so die Vereinspolitik kritisiert oder die Macht des Mitgerats, dass das Bild, was Investoren anbetrifft und so, sehr viel diffuser ist, weil das, die sind alle nicht so tief in dem Thema drin. Das sieht man ja auch. Das ist ja das Gute an der Mitgliederversammlung, das sieht man da ja immer, wie man mit vernünftigen Reden und Sachargumenten die Leute auch noch überzeugen kann. Also beste Beispiel ist halt vor jetzt 3 Jahren, wie Stefan Müller-Römer die ganze Köln-Arena gekippt hat, mehr oder minder, in der Aussprache. Da war vorher, würde ich mal sagen, eine Mehrheit gegen ihn und zwar deutlich gegen ihn. Und nach der Rede sah das Thema anders aus und der hat irgendwie 60% bekommen bei der Wahl dann danach. Und das ist, ich glaube, dass man immer überschätzt, wenn man selber sich jeden Tag mit dieser Scheiße auseinandersetzt. Also ich glaube, man kriegt nicht so richtig in die Rübe. Es geht mir ja auch so, dass Leute einfach, die gucken sich samstags das Spiel an und lesen ein bisschen quer im Express oder so. Die beschäftigen sich damit nicht 50 Stunden die Woche oder so. Und das ist, ne, also ich gehe laufen mit einem Kumpel, der ist auch FC-Fan. Ich glaube, der ist bei 30% der Themen einfach komplett raus, was das anbetrifft. Das ist dann so, ja, aber das muss man halt sehen. Und das ist ja dann mit der, wer nimmt überhaupt teil und wer engagiert sich auch aktiv, ist ja das Thema, das zieht sich ja nicht nur durch den Fußballverein. Das hast du ja auf jeder Ebene. Das hast du in Parteien, das hast du in Bürgerbewegungen, das hast du im Kindergarten, in der Elterngruppe oder sowas. Das ist einfach immer so. Aber dann muss man halt auch von der anderen Warte aus sagen, kann man sich halt nicht beschweren, dass da eine kleine Minderheit ist. Alibi-Demokratie, ne, wie es ja vor der Mitgliederversammlung hieß, die diesen Verein bestimmt oder die Geschicke des Vereins. Ja, das ist halt so, wenn du zu Hus bliefst oder nicht abstimmst, kannst du dich halt nicht darüber beschweren, dass die Leute, die abgestimmt haben, was gänzlich anderes abgestimmt haben. Und das ist was. Gut, das hat diese Mitgliederversammlung halt deutlich gezeigt. Ne? Also das Interesse ist nicht riesig an den Vereinsgeschicken. Und das, wo ja sogar eine wichtige Wahl anstand tatsächlich. Aber das haben wir ja besprochen. Aber ich finde, zu dem Punkt der Diskussion, wo wir gerade sind, passt gut eine Sache, die ich mir als Lowlight der Saison oder der Rückrunde notiert habe. Ist jetzt nicht das Lowlight schlechthin, aber eins von ganz vielen. Und zwar mich so ein bisschen, ja, ich benutze mal das Wort enttäuscht, wie sich in den letzten 2-3 Wochen so eigentlich der Held meiner Kindheit, Lukas Podolski, positioniert hat, so rund um den 1. FC Köln herum, gerade auch zur Frage nach Investoren. Da würde mich mal so ein bisschen eure Meinung interessieren. Wie seht ihr eigentlich diese sehr dominante Personalie Podolski rund um den FC jetzt im Moment gerade? Wann ist das bekannt geworden, dass er jetzt Juror beim Supertalent wird? Heute? Vor 2 Tagen. Vorgestern oder so. Ne? Oh, da dachte ich ja auch, das wäre irgendwie ein Fake. Ja, keine Ahnung. Das kann ich tatsächlich noch nicht so richtig einordnen, ehrlich Was gesagt. Was wird der? Der wird Juror beim Supertalent. Das ist kein Postillon-Artikel. Das ist echt wahr. Also zumindest laut seriösen Quellen. Das irgendwie auf Twitter gesehen, dass er mit einem Trikot mit der Nummer 10 vor diesem komischen Stern, der da irgendwie dabei ist, neben irgendeinem Typen, den ich nicht kannte, posiert hat und der tritt tatsächlich die Nachfolge von Dieter Bohlen beim Supertalent an. Aha, na, das habe ich nicht mitbekommen. Ja, okay. Ignorance is Bliss, kann man manchmal sagen. Jetzt haben wir leider hier deine Bubble zum Platzen gebracht. Ja, aber das soll ja von mir aus machen, das ist mir egal, da habe ich nichts mit zu tun, das gucke ich ja eh nicht, aber ne, mich stört halt mehr, was er so rund um den Verein preisgibt. Dazu gehört auch dieser Tweet während der Mitgliederversammlung, der vielleicht war er innerlich richtig, das kann ich gar nicht beurteilen, weil ich ja nicht dabei bin bei diesen Gesprächen, aber was soll denn das? Das bringt doch auch nur Unruhe da rein, in einem Verein, wo eh schon alles unruhig ist, und das weiß doch so ein Podolski, welche Wirkmacht seine Worte haben. Und hat wie gesagt, erst diese Sache, dass man sich strategischen Partnern öffnen müsse, hat er ja gesagt. Und dann halt dieses Öl ins Feuer gießen während der MV. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe den eigentlich irgendwo anders verortet, in anderem Lager, rund um die verschiedenen Splittergruppen des 1. FC Köln. Aber hat mich da ja anscheinend getäuscht. Also ich hab so ein bisschen das Gefühl, da wird sich schon ein bisschen in Stellung gebracht. Ja, aber als was? Als Sponsor oder was? Oder als Kandidat mit Struth zusammen? Oder? Ja, also ne, ich meine, ich sag mal, dass der aktuelle Vorstand jetzt nicht allzu fest im Sattel sitzt, das
sollte auch in der Türkei angekommen sein. Also ich bin bei dir. Ich habe Podolski bis vor, ich sag jetzt mal vorsichtig, irgendwie so, bis vor einem Dreivierteljahr habe ich gedacht, okay, das ist einer, der ist eher so der, ich sag jetzt mal vorsichtig, der aktiveren Fanszene eher nah als einem Vorstand, als einem Geschäftsführer Werle und wem auch immer. Und also ich habe so das Gefühl, da wird sich so schon in Stellung gebracht. Ob das so ist, das werden wir dann irgendwann sehen, wenn wieder Wahlen für den Vorstand sind. Also warum macht er das sonst? Ich verstehe es sonst nicht. Educated guess von meiner Richtung, der will sich nicht vereinnahmen lassen. Also nicht, dass ich jetzt nicht weiß oder nicht wüsste oder so. Also ich bin da echt überhaupt nicht im Thema, was Poldi anbetrifft und die Verbindung zum FC. Aber ich habe das Gefühl, dass er denkt, dieser Vorstand wird sich mit ihm schmücken, tut dafür aber nichts. Ne? Wir kennen alle Lukas, wir wissen, wie emotional er ist bei manchen Dingen. Und ich glaube, dass der sich da so ein bisschen vor den Kopf gestoßen fühlt, wenn dann immer erwähnt wird, ja, aber ne, klar, wir wissen um seinen Wert und bla bla bla. Wir sind auch mit ihm in Gesprächen und so. Und da muss man einfach sagen, das ist auch taktisch total unclever vom Vorstand. Ne? Also die Gespräche führt komplett Alex Werle, was ich jetzt mal erstmal nicht bewerten möchte, aber gar nicht in diesen Gesprächen präsent zu sein als Vorstand, ist halt allein für die Außenwirkung schon wieder so verheerend. Ne? Also das mag vielleicht inhaltlich richtig sein, das ist aber für die Außenwirkung so naiv wieder, dass man halt so denkt, ja, Leute, du musst dich zweimal alle drei Monate mal mit Lukas unterhalten, dann ist alles gut. Erzählt ihm, schmier sie ein bisschen Honig um den Bart und, aber das nicht zu machen und das komplett auf dieser Geschäftsführerebene zu machen, ist ja das, was dem Vorstand seit anderthalb Jahren auf die Füße fällt. Nämlich eben nicht präsent zu sein, in der Öffentlichkeit zumindest. Da kannst du nach innen arbeiten, wie du möchtest und auch kompetent sein, wie du möchtest. Wenn du nach außen alles deine Geschäftsführer machen lässt, brauchst du dich nicht zu wundern, dass genau das dir auf die Füße fällt. Und das war ja in der MV dann auch zu merken. Da muss dann Werner Wolf, vielleicht kann der Alex dazu ja mal zwei Worte sagen oder so. Ja, scheiße ist das. Das funktioniert halt so nicht. Und ich glaube, viel mehr ist das, also klar würde der, glaube ich, irgendwann mal so den Toni Schumacher machen wollen, glaube ich, was so die Positionierung anbetrifft. Und ich glaube, das würde auch bei den FC-Fans sehr gut ankommen. Aber ich glaube jetzt noch nicht. Also auch in den nächsten 5 Jahren nicht. Wenn dann, dass der eine größere Rolle im Hintergrund spielt und seine Leute da irgendwie herumwerkeln, aber er selber glaube ich noch nicht. Da ist die Zeit noch nicht bereit für und auch er nicht bereit für. So von seiner Einstellung her, glaube ich. Vielleicht will den FC auch einfach kaufen mit seinem Döner-Eis-Imperium. Dann sind wir der FC Mangal Köln. Da muss er noch ein, zwei Läden mehr aufmachen, um das Geld zusammenzukratzen. Aber ich glaube auch nicht, dass er das Ziel von Poldi ist. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass diese Investorenkiste bei dem auch nicht so hoch hängt. Ich glaube, da ist es nicht gemeint, dass er jetzt irgendwie der malaysische Kronprinz einfliegt oder hier irgendein Kölner Großunternehmer, das sein Geld gibt. Ich glaube, dem ging es da mehr um dieses strategische Investment. Und da sehen halt viele nicht, da kommt dann immer das beliebte Beispiel bei den Bayern oder bei Dortmund, funktioniert das ja auch. Ja, die müssen das ja auch nie in Momenten machen, wo sie es müssen. Die verkaufen, weil es ihnen Vorteile bringt. Diese Vorteile hat der 1. FC Köln komplett nicht in der Hand. Das ist halt, ne, du kannst über strategische Investoren reden, keiner der Unternehmen, die mir da genannt wurden, haben irgendeinen Vorteil davon oder irgendein Interesse daran, sich beim 1. FC Köln größer zu engagieren, als es jetzt der Fall ist. Nehmen wir Rewe, Ford etc., die haben alle ihre eigenen Gedanken zu dem Thema. Aber selbst wenn, warum sollten sie es tun? Und warum sollte der FC, nehmen wir mal 10% seiner Anteile verkaufen? Also, warum er es müsste, ist klar, aber warum sollte er, wenn er es nicht muss? Weil wir nie
wir kommen nie in der Situation oder sind in der Situation, wo wir das aus der Position eigener Stärke tun. Sondern wir müssen das nur machen, weil wir jetzt irgendwie Kapitalbedarf haben oder sowas. Und dann wirst du keinen vernünftigen Preis erzielen. Es sei denn, es ist irgendwer so blöd wie der Typ bei Hertha. Aber ob man das will, glaube ich halt auch nicht. Ja, da fehlt ja auch noch die eine oder andere Zahlung bei Hertha. Ne? Ja, ich bin mir bei der Position von Polly bin ich mir im Moment auch nicht so wirklich sicher. Also mich haben diese Sachen, die jetzt in den letzten paar Monaten passiert sind, auch so ein bisschen irritiert. Das, was du gesagt hast, Thomas, kann ich nachvollziehen, dass er das wahrscheinlich gar nicht mit so wahnsinnig großem Kalkül macht, sondern nur keinen Bock hat, sich vereinnahmen zu lassen. Auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, wenn ich mal wieder in diese Wirtschaftsstruktur zurückgehe, ne, ich habe diesen Vorstand des Vereins und der hat Geschäftsführer, die er angestellt hat, dann ist ja eigentlich auch ein Job dieser Geschäftsführer mit den Personen um den Verein, die da wichtig sind, auch den Kontakt zu halten. Dafür stelle ich ja auch einen Geschäftsführer ein. Das sind ja keine Gesellschafter-Geschäftsführer, sondern das sind ja angestellte Fremdgeschäftsführer in dem Sinne. Und also ich weiß jetzt nicht, warum Alex Werle das macht an der Stelle, weil der ja eigentlich im Finanzbereich unterwegs sein soll, aber so grundsätzlich, dass die Geschäftsführer das machen, finde ich ja gar nicht so verkehrt. Das Problem ist halt offensichtlich, also aus meiner Sicht, wenn ich mir dann so Reaktionen auf der MV auch anschaue und auch Kritiken, die ein Werle rausgelassen hat, als zum Beispiel der Kaufmann damals entlassen wurde, als jetzt Horst Held entlassen wurde, dass du da einen Geschäftsführer hast, der sich so denkt, boah, was wollen die denn da im Vorstand überhaupt? Ich will hier meine eigene Suppe kochen und ich mache das so, wie ich das denke und so, eigentlich so wirklich interessiert mich das gar nicht, was die im Vorstand davor erzählen. Und das ist so ein bisschen die Thematik, dass da einer offensichtlich den Kontakt hält, der aber gar nicht im Sinne des Vorstands oder im Sinne des Vereines den Kontakt hält. Das ist mein Eindruck, den ich daraus habe. Ich glaube einfach, dass man diese ganze Personalie nicht so hochkochen sollte. Poldi ist noch ein aktiver Spieler und ja, Poldi hat ein Standing und Poldi ist halt auch jemand, der in seinen Tweets manchmal ja, auch niemanden drüber gucken lässt, der dann vielleicht sagt, schlaf noch mal eine Nacht drüber oder so, sondern er haut die dann halt auch raus, so wie wir alle das machen. Und das, was der Thomas gesagt hat, ist, glaube ich, das Wichtigste. Es ist nicht, kein zeitkritisches Issue, gerade beim ersten FC Köln. Von daher glaube ich einfach, dass man diese Ikonisierung nicht überbewerten sollte von Lukas Podolski. Aber wenn die ihn instrumentalisiert, Christ, vielleicht als irgendjemand, der dann gegen den Vorstand bei der nächsten Vorstandswahl antreten will und ihn auf deine Seite bekommst, dann darf man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, was der für eine Wirkung auch in der Mitgliedschaft hat, ne? Und wie sehr der auch beeinflussend sein kann an der Stelle. Wenn du ja, da habe ich aber gute Hoffnung, dass sollte Lukas Podolski bei der nächsten Mitgliederversammlung oder bei der übernächsten von mir aus oder auch in 8 Jahren sich zur Wahl stellen, dass er das dann mit einem Team macht, wo wir wahrscheinlich gar nicht so unglücklich drüber wären. Also die Hoffnung habe ich dann schon, weil ich glaube, dass seine Nähe zu bestimmten Gruppen in Köln dann doch immer noch da ist. Und ich kann mir beim besten Willen im Moment nicht vorstellen, dass wir hier einen Coup von Lukas Podolski erleben. Das glaube ich nicht. Mal eine ketzerische Frage. Angenommen, Alex Werle kriegt seine feuchten Träume erfüllt und schafft es irgendwie, ne, 49 plus 1 Regel fällt, schafft es irgendwie große Anteile des FCs an einen Investoren zu verkaufen. Wie wäre eure Reaktion? Also müsste man dann sofort aus dem Verein austreten, weil es dann nicht mehr sein FC ist? Oder müsste man gerade dann drinbleiben und versuchen, von innen was zu verändern? Also erstmal haben wir ja eine Satzung, die erstmal geändert werden müsste. Ja, also machen wir jetzt einfach ein Gedankenexperiment. Ne? Irgendwie klappt es. Irgendwie schafft Alex das, wie auch immer. Es geht mir ja nur um die Entscheidungsfindung.
Ja, also für mich ist das relativ klar. Da kann ich ganz klar sagen, in dem Moment, wo der 1. FC Köln Anteile verkauft, ist meine Mitgliedschaft beim 1. FC Köln beim e.V. beendet. Da gibt es gar keine Diskussion. Ja. Das heißt nicht, dass ich diesem Verein dann alles Schlechte der Welt wünsche, weil wenn wir dann in dieser Situation sind, dann werden es bei den anderen Vereinen wird es nicht anders aussehen und dann ist es halt so, dann ist das der Fußball und dann kann der FC machen, was er will und es ist dann nicht so, dass ich hier sitze und irgendwie die Wolken anschreie, wie scheiße der FC ist. Nö, das wahrscheinlich nicht, aber meine aktive Mitgliedschaft ist in dieser Sekunde beendet. In der Sekunde, wo Anteile verkauft werden, es spielt keine Rolle, wie viele Anteile. Das ist absolut, absolut eindeutige Antwort. Da gibt es gar keine Diskussion. Kommt aus dem Köln, aus der Südstadt, aus Köln dasselbe. Ich sage aber immer, bei mir einschränkend, wir haben schon alle ziemlich viele rote Linien überschritten, wo ich im Laufe der Jahre, hättest du mich 2005 gefragt oder sowas, wäre ich bei vielem raus gewesen, was es heute gibt. Ich weiß nicht, wie das dann aussieht, aber ich gehe davon aus, dass ich würde sogar sagen, mit sehr, 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 sehr großer Wahrscheinlichkeit bei einem Anteilsverkauf, egal in welcher Form am Verein, das Ding beendet ist. Und dann ja den zweiten ersten FC Köln aufmachen, irgendwo in, was weiß ich, auf dem Pollerwiesen oder so. FC Sülz 21. Ja, zum Beispiel. Ich tue mich damit echt schwer. Ich bin da so ein bisschen beim Thomas. Es gab auch schon Punkte, wo ich gedacht habe, so, ja, wenn das passiert, dann bin ich weg. Ich bin immer noch da. Ich bin irgendwie auch gefühlt seitdem noch tiefer drin. Was jetzt auch nicht immer positiv ist. Aber ich sage jetzt mal vorsichtig, ich glaube, bei mir steht und fällt das damit, warum verkauft der FC Anteil? Also bekommen wir einen strategischen Partner, der tatsächlich ein strategischer Partner ist und nicht, keine Ahnung was, irgendein Investmentfonds aus China? Und ich sage jetzt mal, wenn man sagt, pass auf, wir kaufen das Stadion, wir bauen das aus, wir haben eine Vision, wir möchten das Geißbockheim und also wenn man das in Steine statt in Beine investiert, könnte ich damit vielleicht sogar leben. Ob ich dann noch Mitglied bin in diesem Verein, weiß ich auch nicht, weil auch ich glaube, dass für mich persönlich es wichtig ist, dass ich die Geschicke dieses Vereins mitbestimmen kann. Und das hätte ich dann zu einem großen Prozentteil halt nicht mehr. Oder nicht mehr so, wie ich es mir wünsche. Aber wie gesagt, ich kann auch sein, dass ich dann sage, okay, dann bleibe ich weiterhin Fan dieses Vereins, beobachte das aber aus einer vielleicht unemotionaleren Rolle, als es jetzt ist. Ja, so wird's mir wahrscheinlich auch gehen. Ich glaube auch, wenn ein Anteilsverkauf, also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass wenn der erste Anteil verkauft wird, schmeiße ich dem meine Mitgliedskarte wieder zu. Wenn aber in irgendeiner Form ein Anteilsverkauf kommt, der signifikant einfach darin eingreift, wie man als Mitglied noch mitbestimmen kann in diesem Verein, dann definitiv, weil dann hätte ich keinen Bock, in irgendeiner Form Mitgliedsgebühren zu bezahlen und diesen ganzen Wumms dann zu unterstützen. Und dann wäre es wahrscheinlich so, dass ich mich dann auch sehr aus der Thematik emotional relativ stark versuchen würde, zurückzuziehen. Ich würde wahrscheinlich keinen Podcast mehr dazu machen oder mich irgendwie dazu einlassen oder sonst was. Und dann würde ich mich auch nicht auf irgendwelche Mitgliederversammlungen rumtreiben und da, wie Thomas das schon sagt, irgendwie bei 35 Grad 8 Stunden vorm Laptop zu hängen. Ich glaube, ich würde mich schwer tun, damit emotional vom Verfolgen des Vereins, also des Spieles tatsächlich wegzukommen, weil dazu schaue ich einfach zu viel Fußball und konsumiere zu viel.
Ich würde jetzt nicht sagen, okay, ab jetzt habe ich jedes Wochenende frei, weil ich mir kein Spiel mehr anschauen würde. Aber wenn ein signifikanter Anteilsverkauf kommt, dann habe ich halt einfach auch keinen Bock mehr, dann mich dazu instrumentalisieren zu lassen, wenn da irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, die ich nicht mittragen kann. Wie es halt ist, ne? Ich meine, es kann ja passieren. Wir haben ja diese Mehrheitsverhältnisse angesprochen, wer beteiligt sich aktiv. Und wenn die Mehrheit im Verein sagt, die wollen das machen, weil denen der sportliche Erfolg so viel wichtiger ist, dann ist das halt eine Demokratie. Da muss man halt einfach mit leben, aber man muss halt dann seine persönlichen Konsequenzen daraus ziehen. Und meine wäre dann, dass ich zumindest nicht mehr eine Mitgliedskarte haben wollen würde, wo Mitglied des 1. FC Köln draufsteht.